Hallo und herzlich willkommen bei Phonofono in Berlin. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Schallplatten rillentief sauber bekommen. Die Geräte, die Sie hier sehen, variieren sehr deutlich im Preis und auch ein wenig in der Technik. Die Okinoki, das schwarze Gerät ganz außen, ist das preiswerteste. So ein Gerät bekommen Sie für etwa 400 bis 500 Euro. Das Gerät daneben, das silberne, ist eine professionelle Reinigungsmaschine von Clear Audio, die über 3000 Euro kostet und dafür beide Schallplattenseiten vollautomatisch in einem Waschgang reinigt. Und hier sehen Sie noch ein ganz spezielles Gerät, das kommt von Kusma. Dieses Gerät besteht aus einer Ultraschallwanne mit einer Flüssigkeit und einem Mechanismus, den ich Ihnen gleich zeigen werde, wo Sie die Schallplatten einbauen, einhängen. Dann wird mit Ultraschall gereinigt und anschließend werden die Schallplatten getrocknet. Die Idee von all diesen Geräten ist, den Schmutz aus der Rille rauszulösen und dann das Schmutzwasser abzusaugen oder so wegfließen zu lassen, dass sicher keine Rückstände mehr auf der Schallplatte sind. Das erste Gerät, das ich Ihnen zeigen möchte, ist eine Okinoki, eine sehr einfach aufgebaute Waschmaschine, die im preiswerten Segment schon seit vielen Jahren beliebt und bekannt ist. Das Prinzip ist recht einfach. Sie nehmen die Schallplatte, klemmen die mit diesem Schraubklemmknopf hier auf diesem Plattenteller fest, schalten das Gerät ein. Wenn ich das jetzt wirklich machen wollte, was ich im Moment nicht tue, weil es etwas zu lang dauert, müsste ich hier die Platte mit einem Reinigungsmittel befeuchten. Dann nehme ich diese Bürste. Die Platte dreht sich unter der Bürste weg. Und das tue ich jetzt ungefähr 2 Minuten. Wenn ich es eilig habe, etwas schneller, aber 2 Minuten ist eine gute Zeit. Nehmen Sie an, das ist passiert. Und jetzt schalte ich den Absaugarm an. Und Sie hören schon, was passiert. Das Gerät macht ziemlich Lärm, aber es saugt die Flüssigkeit ab über diesen Saugarm. Die Flüssigkeit wird hier in einem kleinen Tank aufgehoben. Falls Sie also mehrere Platten auf einmal waschen, da läuft nichts über, sondern das wird hier aufgehoben. Und man kann es später mit diesem kleinen Schlauch absaugen. Anschließend sollten Sie nicht vergessen, diese Schallplatte in eine neue Hülle zu tun. Denn der Staub, den Sie gerade abgesaugt haben, befindet sich teilweise noch in der alten Hülle innen. Wenn Sie das anders machen würden, würde sich der Staub sofort wieder in die Rillen reinsetzen und der Reinigungseffekt ist bei weitem nicht so gut wie mit einer neuen Hülle. Deutlich eleganter, schneller und noch viel besser ist die Reinigungswirkung mit einem Gerät wie dieser Clear Audio Smart Matrix Professional. Nochmal hier, die Lampen zeigen Ihnen den Füllstand der Reinigungsflüssigkeit an. Hier der eigentliche Wascharm für die untere Seite und für die obere Seite. Der Dorn mit dem Drehmotor, der die Schallplatte in Drehung versetzt. Und hier hinten die Bürstchen zum Entladen der Schallplatte. Hier vorne die Bedienung des Gerätes ist sehr einfach. Sie schalten es auf der Rückseite ein und dann drücken Sie einfach auf Automatik und los geht's. Wenn die Platte besonders dreckig ist, können Sie zweimal drücken, dann erfolgt ein noch aufwendigerer Reinigungsprozess und Sie können all diese Schritte, also Drehen des Plattentellers bzw. der Schallplatte, das Auftragen der Flüssigkeit, die Geschwindigkeit der Umdrehung, wie auch das Absaugen auch manuell machen, wenn es aus irgendeinem Grund mal notwendig sein sollte. Der eigentliche Trick dieser Maschine ist eben nicht nur, dass sie extrem gut reinigt, sondern dass die Bürstchen für beide Seiten gleichzeitig in Funktion sind, übrigens sehr leicht austauschbar. Sie sehen, die sind hier magnetisch gehalten. Und während des Betriebs, während des Reinigens, werden diese Bürstchen in Schwingung versetzt, damit die Reinigung besonders effektiv funktionieren kann. Nochmal der Vorgang. Sie legen die Schallplatte auf den Dorn, klemmen sie mit dieser Vorrichtung fest, schwenken den Arm rüber und drücken auf Automatik. Und nun wird die Maschine Ihre Schallplatte
porentief oder rillentief reinigen. Sie sehen, die Flüssigkeit ist schon aufgetragen. Jetzt wird abgesaugt, das erste Mal. Und es wird weitere Flüssigkeit aufgetragen. Erneut abgesaugt und nochmal aufgetragen. Ein bisschen hin und her. So, das war der eigentliche Reinigungsvorgang und nun saugt die Maschine die komplette Flüssigkeit einschließlich des Schmutzes weg. Und jetzt sehen Sie, die Drehgeschwindigkeit wird verringert. Und der Arm, der Saugarm saugt die Platte trocken. Übrigens auch hier wieder, die Schallplatte kommt natürlich hinterher in eine neue Hülle, damit der Staub, der in der alten Hülle sich noch befunden hat, sich nicht gleich wieder festsetzt. Und Sie möchten auch hier wieder das Entladen, können Sie selbstverständlich machen. Das ist ein kleiner Zusatzeffekt, der mit dazu beiträgt, dass die Schallplatte auch lange Zeit staubfrei bleibt und exzellent klingt. Fertig. So, nach knapp 2 Minuten haben Sie eine komplett saubere Schallplatte, die viel besser klingt, als es jemals zuvor diese Schallplatte konnte. Diese Schallplatte klingt besser als eine neue und sie klingt auf jeden Fall besser als vorher. Ein wundervolles Gerät, das Sie übrigens auch bei uns nutzen können, wenn Sie vorbeischauen, schnell mal eine Schallplatte waschen möchten, können Sie das hier bei uns gerne gegen ein kleines Entgelt tun. Das dritte Gerät, das ich Ihnen nun noch zeige, ist etwas ganz Spezielles. Eine Ultraschallreinigungsmaschine von Kusma. Streng genommen hat Kusma nur dieses Gerüst hergestellt und sich ausgedacht, wo die Schallplatten sich gleich in einem Ultraschallbad drehen werden. Die Wanne, die Sie hier unten sehen, die eigentliche Ultraschallreinigungsanlage, kommt aus der Medizintechnik und es gibt andere Badbäder, die da auch drunter passen. Eine entsprechende Liste finden Sie bei Kusma auf der Internetseite. Dieses Gerät ist ungefähr ähnlich teuer wie die Klee Audio. Der Reinigungsvorgang selber ist aber anders. Ich werde Ihnen das gleich zeigen. Der Unterschied ist auch noch in der Anwendung. Während die Klee Audio eine Schallplatte in ungefähr 2 Minuten sehr gut reinigt, können Sie hier 10 Schallplatten auf einmal reinigen. Die Reinigung dauert aber 15 Minuten im Bad und anschließend 1 bis 2 Stunden Trockenzeit. Der Reinigungseffekt ist ein Tick besser noch als bei der Klee Audio. Der größte Vorteil allerdings hier auch für uns oder vielleicht auch für Sie daheim, wenn Sie so etwas sich zulegen möchten, ist, Sie müssen nicht daneben stehen, sondern 10 Schallplatten waschen sich quasi von alleine. Sie gehen nach einer Viertelstunde mal zu diesem Bad, schalten es ab, tun die Schallplatten auf den Trockenständer und haben wieder Zeit für andere Dinge. Wie das genau funktioniert, werde ich Ihnen jetzt zeigen. Die Reinigung selber funktioniert relativ einfach. Zunächst platzieren Sie Ihre Schallplatten auf diesem Dorn. 10 Schallplatten auf diesem Dorn. Nun nehmen Sie den Dorn, stellen diese Vorrichtung hinten an der Rückseite, die Sie jetzt gerade nicht sehen können, ist ein kleiner Drehmotor. Und Sie sehen aber, die Schallplatte dreht sich nun in dem Bad und das schalte ich ein. Sie sehen auch oder hören besser auch den gewaltigen Vorteil dieses Systems. Es ist fast geräuschlos.
Das Teil, was ich hier gerade Ihnen zeige mit der Zeitanzeige, ist ein Ultraschallreinigungsbad, das aus der Medizintechnik kommt. Und Sie sehen nun dieses Gestänge, dieses Gestell, wo die Schallplatten drin aufbewahrt werden und sich hier drehen. Da sehen Sie auch, da ist das eigentliche Bad. Ich hoffe, Sie können das erkennen. Und die Schallplatten drehen sich hier auf Ihrem Gestänge. Diese Maschine benötigt für eine Reinigung all dieser 10 Schallplatten 15 Minuten. Sie können das hier an diesem Gerät frei einstellen. Es kommt auf eine Minute hin oder her nicht an. Aber diesen Richtwert haben wir von Cusma übernommen und die Reinigung sind wir sehr, sehr zufrieden damit. Nehmen wir an, die Zeit ist um. Was tun Sie nun? Sie nehmen die Schallplatten aus dem Bad raus. Sie sehen, hier tropft noch ein bisschen ab. Die Schallplatten sind also noch feucht bzw. nass. Sie stellen sie nun in diesen Ständer, der eine zweite Vorrichtung hat, damit die Schallplatten nun schräg stehen und die Flüssigkeit hier ablaufen kann. Und Sie sehen, hier ist noch ein bisschen drauf. Es dauert ungefähr 1 bis 2 Stunden, je nach Raumtemperatur, bis die Schallplatten komplett trocken sind. Hier sehen Sie die Schallplatten nach der Reinigung beim Trocknen. Rechts dahinter den Reservedorn mit weiteren Abstandshaltern. Falls wir jetzt also weitere Schallplatten reinigen wollten, könnten wir das gleich tun und müssen nicht warten, bis diese Schallplatten hier fertig getrocknet sind und wir den Dorn wieder benutzen. Das Ultraschallbad reinigt dermaßen effektiv die Rillen, dass sich keinerlei Rückstände mehr auf diesen Schallplatten befinden. Sie müssen das Bad ab und zu mal wechseln, nach ungefähr 100 bis 200 Schallplatten, je nachdem, wie staubig die vorher waren, wird sich das Gemisch hier ein wenig trüben und dann müssen Sie die Flüssigkeit austauschen. Übrigens, die Flüssigkeit selber besteht aus destilliertem Wasser mit einem Schuss Isopropylalkohol und Netzmittel. Das heißt, die Kosten der Reinigung hier sind sehr, sehr gering. Der weitere Vorteil dieser Ultraschallreinigung ist, dass durch das Ultraschallbad die Schallplatten komplett entladen werden. Wenn Sie so wollen, werden die Elektronen durchgerüttelt und finden sich wieder mit den positiven Teilchen. Das heißt, die Schallplatten können Sie hier jetzt auch beruhigt eine Weile stehen lassen, weil die nicht den Staub einsammeln, eben sie sind nicht mehr geladen. Und das ist ein weiterer großer Vorteil dieser Reinigungsmethode. Die Reinigungswirkung, wie ich vorhin schon sagte, ist außergewöhnlich gut und die Schallplatten, neue Schallplatten klingen besser, gebrauchte Schallplatten klingen dermaßen viel besser, dass wir praktisch keine Vorführungen mehr ohne gewaschene Schallplatten machen. Falls Sie einen solchen Service nutzen möchten, Sie können gerne 10er-Packweise uns Schallplatten vorbeibringen oder zuschicken. Wir erledigen das für Sie gegen geringes Entgelt. Sie können sich natürlich ein solches Gerät auch für zu Hause kaufen. Schauen Sie bei uns auf der Internetseite nach unter Cusma. Dort finden Sie entsprechende Teile dafür. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und vielleicht mal in Berlin.